Forschungsdaten ist ja doch ein sehr junges Thema innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz. 2009 wurde der erste Arbeitskreis gegründet. Das, was dahinter steckt, nämlich Wissen für alle, ist dagegen schon ein sehr, sehr altes Thema. Im Grunde sind zwei ganz zentrale Bedingungen zu erfüllen, um diesem Ziel, nämlich Wissen an alle zu verbreiten, um diesem Ziel nahe zu kommen. Da ist an erster Stelle Aufbau einer Forschungsdateninfrastruktur, die es für Nachnutzer erfahrbar macht, die im Zuge eines Forschungsprozesses entstandenen Daten nachnutzen zu können, indem man diese Datensätze an der Stelle auch mit DOIs vergibt, also sind Document Object Identifier, die Daten Sätze an der Stelle zitierbar machen. Und das Zweite ist, dass die Entscheidungsträger vieler Einrichtungen ihr Postulat auf die Deutungshoheit im Zusammenhang mit Forschungsprojekten entstandener Daten aufgeben und diese Daten freischalten und eben nicht, so wie das heute häufig passiert, dass man diese Forschungsdaten nur in ihren Ergebnissen präsentiert. Bücher sind ewig modern und die Zukunft unserer Bibliothek liegt gleichwohl in der Digitalisierung. Das ist kein Widerspruch. Wir Bibliothekare haben im Grunde seit dem Altertum die Vision, dass wir das Wissen der Welt an einem Ort zusammenführen. Damals war es Alexandria, heute sprechen wir von einem digitalen Alexandria, in dem wir auf die verschiedensten Anbieter, auf die verschiedensten Datenbanken, über Suchmöglichkeiten, alles, was an Wissen zur Verfügung steht, auch tatsächlich verfügbar machen. Und in dem Zusammenhang ist für uns als Museumsbibliothek wichtig, dass wir uns den sogenannten Discovery-Systemen anschließen und verbinden, ist für dieses Jahr geplant, wo es dann über die reinen Katalogdaten hinaus auch um Fachinhalte zur Kunstgeschichte geht.